dir nicht alles aus der Nase ziehen. Was siehst du, Justus? Oh, alles ist verfremdet, wie in einer anderen Welt. Und es ist eine weitere Person anwesend. Ich glaube, sie will etwas mitteilen. Hallo allerseits. Mein Name ist Nolan Gallagher, oder was? Der Helm wirtet ständig meine Lebenszeichen aus. Entweder habe ich den Sender abgelegt, oder ich bin gestorben. Wer immer den Helm nutzt, sei herzlich eingeladen zu meiner Schnitzeljagd. Am Ende erhältst du die Chance, mein Erbe anzutreten. Löse die Rätsel, die ich dir in der Geisterwelt stelle. Tritt ein ins Haus hinterm Haus. Eines schrumpft, eines wächst hoch hinaus. Holst du den Elefanten vom Dach, entdeckst du mein verwaistes Fach. Justus, was ist los? Nimm den Helm ab und rede mit uns. Tritt ein ins Haus hinterm Haus. Eines schrumpft, eines wächst hoch hinaus. Holst du den Elefanten vom Dach, entdeckst du mein verwaistes Fach. Entschuldigt, aber ich packe den Helm jetzt ein. Also, Justus Jonas, was hast du gesehen? Den alten Gallagher, zumindest sein Abbild. Dieses Verfahren nennt sich Augmented Reality. Ich erkläre es dir. Nicht nötig, Mr. Neunmal Klug. Augmented Reality bezeichnet die Erweiterung dessen, was wir wahrnehmen. Das Einblenden von Dingen oder Personen, die gar nicht vorhanden sind. Ein computerbasiertes Gaukelspiel. Hinzu kommt beim Helm, dass die Realität insgesamt verwandelt war. In eine Geisterwelt. Ich muss unverzüglich Bob anrufen. Na, Just? Ist es schön gewesen bei Jelena? Gallaghers Helm ist sensationell. Bist du noch in der Bibliothek? Ich brauche Hinweise zur Lösung des folgenden Rätsels. Bob staunt nicht schlecht, was ihm der erste Detektiv von Gallaghers Helm und dem Hinweis aus der Geisterwelt berichtet. Eifrig macht er sich Notizen. Okay, Just. Ich checke noch etwas gegen und melde mich dann. Inzwischen kümmere ich mich um die Kisten. Verwaistes Fach und schrumpfendes Haus. Damit müsste das alte Waisenhaus gemeint sein. Laut meinen Quellen ist es nur noch eine Ruine, also geschrumpft. Das Haus hinterm Haus. Da es hoch hinaus wächst, könnte es ein Hochhaus sein. Oder ein Neubau in Entstehung. Was es mit dem Elefanten auf sich hat, da muss ich passen. Wir sollten uns morgen nach Ethans Schicht vor der Ruine treffen. Ich bringe den Helm mit. Die Geisterwelt dürfte vor allem Peter gefallen. Geduldig lädt Justus die Kisten wieder auf und weiß, dass er morgen einen furchtbaren Muskelkater haben wird. In der Hoffnung, dass Jelena sich an die Abmachung hält und ihn mit dem Helm ziehen lässt, wartet der erste Detektiv darauf, dass sie ihm das Tor öffnet. Jelena hält Wort. Dennoch ärgert sie die Tatsache, dass Justus sie nicht dabei haben will, wenn es um einen Fall der drei Fragezeichen geht und um das Rätsel aus dem Geisterreich. Das alte Waisenhaus. Hier habe ich einen Teil meiner Kindheit verbracht. Ich war bereits adoptiert, als das Gebäude in Flammen aufging. Bob meinte, ein Leck in der Gasleitung habe damals das Unglück verursacht. Zum Glück waren die Kinder da im Zirkus. Wo steckt Bob überhaupt? Sein VW hatte Startschwierigkeiten. Er kommt nach, sobald er kann. Inzwischen sollten wir den Helm einsetzen. Der Helm führt nicht immer in die Geisterwelt. Nur wenn er signalisiert, dass der Standort von Interesse ist. So wie jetzt. Ich vermute, bei diesem Prototypen ist eine Art GPS im Spiel. Der Helm weiß also, wo er ist und was er zeigen soll. Ist ihm auch klar, dass die Natur das Gelände zurückerobert hat und Betreten verboten ist?
Ich kann mich kaum an die Zeit im Waisenhaus erinnern, aber keiner war so dick, dass wir ihn Elefant genannt hätten. Jemand schneidet die Bäume. Sieh mal, Justus, der Lift hat am Dach des Hauses angedockt. Oh, mir wird schon vom Hochgucken ganz schwummrig. Für diesen Job muss man schwindelfrei sein. Sieh mal, Justus, der Lift hat am... Auch wenn die Ruine ein Schandfleck ist, sie steht auf Privatgelände. Das wäre Hausfriedensbruch. Der Baumstumpf ist glatt und eben. Man erkennt die vielen Jahresringe. Ich habe das Grundstück erworben und erlaube dem Helmträger offiziell, sich umzusehen. Doch darf er Grund und Boden nicht betreten. Ist das noch Juristenlatein oder schon Gespensterlogik? Tritt ein ins Haus hinterm Haus. Eines schrumpft, eines wächst hoch hinaus. Holst du den Elefanten vom Dach, entdeckst du mein verwaistes Fach. Gelliger wiederholt nur das Rätsel. Man kann nicht behaupten, dass die Buchhandlung hoch hinaus wächst. Kommt man überhaupt aufs Dach? Hey, nicht das Weite suchen. Wer mich beerbt, will hoch hinaus. Hey, Mr. Gallagher, erkennen Sie Ethan nicht? Da schweigt er, der gute Geist des Waisenhauses. Ich habe das Grundstück erworben und erlaube dem Helmträger offiziell... Tritt ein... Suchst du nach der Heimat des Elefanten? Das Wirbeln im Wind lag ihm näher als ein Spaziergang. Hey, Mr. Gallagher, erkennen Sie Ethan nicht? Ich kann mich kaum an die Zeit im Waisenhaus erinnern, aber... Keiner war so dick, dass wir ihn Elefant genannt hätten. Eine alte Fachbuchhandlung für Mediziner und solche, die es werden wollen. Der Laden hat den Brand nebenan gut überstanden. Leider ist er im Sommer geschlossen. Sieh mal, Justus. Sieh mal, Justus. Was machen wir jetzt? Wir sind doch keine Vögel, die alles von oben beobachten können. Der Baumstumpf ist glatt und eben. Man erkennt die vielen Jahresringe. Ich habe das Grundstück erworben. Hey, nicht das Weite suchen. Tritt ein ins Haus. Suchst du nach der Heimat des Elefanten? Suchst du... Mensch, Just, was fuchtelst du so herum? Ich habe getestet, ob Gallagher auf Berührungen reagiert. Das Resultat ließe sich bestenfalls als durchgreifende Maßnahme umschreiben. Hey, Mr. Gallagher, erkennen Sie Ethan nicht? Da schweigt er, der gute Geist des Waisenhauses.
Hey, nicht das Wasser. Da kommt ein gelber Käfer. Viel Spielraum hat Bob nicht. Sag mal, liegt da eine kaputte Flasche? Vorsicht, Bob! Zu spät. Die Scherbe hat sich in den Hinterreifen gebohrt. Da bin ich, Kollegen. Zum Glück gab es keinen Blechschaden. Och, aber einen Platten. Tut mir leid, Ethan. Ich habe alles für einen Reifenwechsel dabei. Außer der passenden Kleidung. Keine Sorge, die Arbeit übernehmen wir. Ich habe die Radmuttern etwas gelöst. In dieser Gegend muss man wirklich darauf achten, wo man hintritt. Lass mich mal machen, Bob. Nicht vergessen, die Radmuttern immer über Kreuz anziehen. Und zwar fest. Gute Arbeit, Jungs. Am besten, ihr legt das beschädigte Rad in den Kofferraum. Die Suche auf dem Waisenhausgelände... Nein, das wäre zu riskant. Was ist das denn? Sieht aus wie mehrere Hubschrauber auf einmal. Das ist eine Drohne. Ein fliegender Transporter mit Kamera. In diesem Fall ein Quadrocopter. Ein ziemlich teures Hobby für einen einfachen Angestellten. Sie gehört meinem Verein. Begonnen haben wir mit Modellflugzeugen. Der letzte Schrei ist das Filmen mit Drohnen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Der Einsatz von Drohnen wird streng unterschieden nach Öffentlichkeit, Privatbesitz und Vereinsgelände. Von welcher Idee reden wir hier? Geht es um das Haus hinterm Haus? Mit einer Drohne könnten wir das Gelände absuchen. Aber auch das ist ohne Genehmigung nicht drin. Moment, wir haben eine. Ungewöhnlich, eine Erlaubnis posthum als Geist zu erteilen, aber so können wir notfalls etwas vorweisen. Fehlt noch ein guter Startplatz. Der Baumstumpf ist glatt und eben. Man erkennt die vielen Jahresringe. Kollegen, finden wir den Elefanten. Der Elefant! Seht ihr ihn? Das Haus hinterm Haus. Ein Baumhaus. Ich proweia. Das Auge des Gesetzes gegen das fliegende Auge von Ethan. Soweit zu Ihren Papieren, Mr. Weil. Dass Sie eine Drohne mit sich führen, ist nicht das Problem, sondern deren Flug über ein Privatgelände. Noch dazu unter 350 Fuß. Da wissen Sie mehr als ich. Ich habe vor den Jungs nur etwas angeben wollen. Ach ja, die drei Detektive. Ein schönes Vorbild habt ihr euch da ausgesucht.
Wenn ich zur Aufklärung beitragen darf, Inspektor. Unser neuer Fall dreht sich um das Ableben von Mr. Gallagher, dem dieses Grundstück gehörte. Und dessen Geist den Drohnenflug genehmigt hat. Klar, Peter, wie könnte es auch anders sein? Aber das kann mir Mr. Weil in aller Ruhe auf dem Revier erklären. Armer Ethan. Er hat den Kopf für uns hingehalten. Inspektor Cotter wird ihn schon nicht abreißen. Wir sollten inzwischen nicht untätig bleiben. Wie gelangen wir ins Baumhaus? Gute Frage. Wenn wir erst einmal auf gleicher Höhe wären. Mit so einem Gerät kommt man auch aufs Dach. Leider hat sich der Arbeiter in die Pause verabschiedet. Ich könnte für ihn einspringen und Schmiere stehen, während ihr euch oben umschaut. Ganz wohl ist mir bei der Sache nicht. Naja, wenn wir uns beeilen und niemand zu Schaden kommt. In der Jackentasche steckt ein Zündschlüssel. Wie fahrlässig. Wir nehmen ihn an uns, damit er nicht kriminell in die Hände fällt. Wie sagt Morton immer? Wenn ich die werten Herrschaften bitten darf? Wir sind schon komfortabler gereist, aber danke, Mr. Andrews. Es muss ja nicht immer der Rolls-Royce sein. Ich hoffe bloß, wir handeln uns keinen Ärger ein. Ein Dachgarten. Ziemlich verwahrlost. Was tut sich in der Geisterwelt? Der Helm reagiert nicht. Es hat den Anschein, als schickte uns Gallagher auf den Holzweg. Die Dachluke ist von innen verriegelt. Das Holz ist morsch, aber stabil genug, um unser beider Gewicht zu tragen. Vielleicht werden wir hinter der Mauer schlauer. Spekulationen sind nicht hilfreich. Außerdem ist die Mauer unüberwindbar. Geht es auch schärfer? Zwischen uns und dem Haus hinterm Haus gibt es Bäume mit starken Ästen. Das ist Bob. Nun geh schon ran, Just. Der Typ kommt zurück. Wenn ich mich beeile, merkt er vielleicht nichts. Ach, verflixt, das wird knapp. Bob? Hoffentlich konnte er das Weite suchen und muss sich nicht um Kopf und Kragen reden. Wie kommen wir ungesehen vom Dach herunter? Zu dumm, dass kein Baum nah genug ist, damit wir uns vom Dachgarten hinüberhangeln können. Den Baum nach unten? Zu riskant. Von hier zum Baumhaus? Ach, zu weit weg. Hier kommen wir garantiert hinunter. Sagte das Schwergewicht leichter hin. Mit deinem Sklaventreiberblick allein wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Vielleicht werden wir hinter der Mauer schlauer. Spekulationen sind nicht hilfreich. Außerdem ist die Mauer unüberwindbar. Vielleicht werden wir hinter der Mauer spekulieren. Das Holz ist morsch, aber stabil genug.
Vielleicht werden wir hinter der Mauer schlauer. Es reicht ja, wenn ein kleines Stück absplittert, damit ich an den Riegel innen komme. Justus, bitte etwas mehr gegenstemmen. Ich hänge mich schon rein, Peter. Ist das alles, was du zu bieten hast? Du willst einen Kraftakt? Kannst du haben? Peter! Angekommen. Ich glaube, der Helm und dein Handy haben mich unterwegs überholt. Ist bei dir alles in Ordnung? Alle Knochen heil? Bis auf eine Beule am Hinterkopf kann ich nicht klagen. Und du? Ich stelle fest, keine Diät ist es wert, dass man sein natürliches Polster einbüßt. Etwas Licht wäre jetzt hilfreich. Im Dunkeln ist mir der Ort wirklich nicht geheuer. Wenn das der letzte Einbrecher war, dann gute Nacht. Bisschen spät für lebensrettende Maßnahmen. Ein erwachsener Mensch hat über 200 Knochen. Ein Jammer, dass wir das Skelett beschädigt haben. Lass uns wenigstens das wieder gut machen. Lass uns wenigstens das wieder gut machen. Gibt es hier überhaupt etwas zu sehen? Dieser Bereich dürfte früher zum Waisenhaus gehört haben. Hier wird die Fachbuchhandlung belletristisch. Herzschmerz und Krimikost. Wo kämen wir hin, wenn sogar Ärzte rauchen würden? Alles abgeschlossen. Mein Handy! Kein Empfang. Die reinste Knochenarbeit. Wo kommen die Teile hin?
Das Skelett ist wieder komplett. Lass es uns aufrichten, Zweiter. Ich höre den Kameraden förmlich flüstern. Ich weiß, was ihr diesen Sommer getan habt. Wenn das mal nicht unser Ticket nach draußen ist. Der passt hier gar nicht. Alles abgeschlossen. Hier wird die Fachbuchhandlung belletristisch. Herz. Was tust du da, Just? Heimliche Raucherinsel. Ausweg oder Sackgasse? Endlich geht es wieder aufwärts. Nicht solange wir noch etwas vermissen. Der Helm ist robust. Ob er noch funktioniert, wissen wir erst, wenn er uns Zugang zur Geisterwelt signalisiert. Empfang! Justus, Peter, seid ihr okay? Ja, aber wir sind noch auf dem Dach, dem Teil der Ruine. Hattest du großen Ärger? Mein Timing war perfekt. Ich habe mich verdrückt und von Weitem mit angesehen, wie der Lift abgebaut wurde. Und nun? Hier oben ist alles baufällig. Allerdings sind wir nah bei den Bäumen. Danke, Bob. Und erkundige dich nach Ethan. Es gibt tatsächlich einen Weg zum Baumhaus. Für Eichhörnchen. Worauf wartest du, Justus? Machen wir es wie die Eichhörnchen. Über die Äste zum Baumhaus?
Baumhaus. Die Frage ist, was sollen wir hier? Das Baumhaus hat das Feuer überstanden. Geister behaupten, ein unbegabter Feuerschlucker rächte sich nach seiner Vorstellung für den Spott der Waisenkinder. Wenn ich nicht wüsste, dass Gas im Spiel war und dass auf dem Gelände heimlich geraucht wurde. Maus frisst Käse, Katze frisst Maus, Hund jagt Katze, Katze klettert in die Höhe, Elefant kommt herunter, am Rüssel gepackt, Rätsel geknackt. Verstehe. Alles beginnt mit der Maus und endet mit dem Elefanten. Hier verbirgt sich ein Hohlraum. Hier verbirgt sich ein Hohlraum. Hier verbirgt sich ein Hohlraum. Während das Waisenhaus lichterloh brannte, ließ der Feuerteufel seine Maske fallen und genoss den Anblick aus sicherer Höhe. Der Hund rührt sich nicht vom Fleck. Offenbar dreht sich alles um den Elefanten. Zu blöd, dass wir nicht an ihn herankommen. Vorerst bin ich nicht geneigt, mich wieder zum Affen zu machen. Vorerst bin ich nicht geneigt, mich wieder zu... Die Maus sitzt bombenfest. Die Katze lässt sich nicht lösen. Na, die ging ja ab. Sie ist rauf aufs Dach. Sieh mal, Just, was ist das? Eine rote Maske aus Metall. Ein weiterer Hinweis. Oder was sollen wir mit dem Ding anstellen? Ich erkenne auf der Rückseite ein Muster aus elektronischen Elementen. Halten wir die Maske doch einfach Gallagher unter die Nase.
Die Maske des Feuerteufels, der den Brand verursacht hat. Verwahre sie gut. So wie die nächste. Mehr, wenn wir uns wiedersehen. Auf der Straße. Du hast es gehört, Peter. Wir haben eine Verabredung. Und nach dem Helm einen weiteren wertvollen Gegenstand für den Tresor. Bravo, Justus! Auf dem Rückweg hast du sogar den Eichhörnchen noch was vorgemacht. Wie ich sehe, hat Bob an den krönenden Abschluss unserer Kletterpartie gedacht. Ach, da seid ihr ja, Kollegen. Ethan ist auch zurück. Inspektor Cotter hat ihn gerügt, sich aber Gallaghers Erlaubnis für die Aktion erklären lassen. Wir haben eine Maske gefunden. Offenbar die erste von mehreren. Gallaghers Geist will uns noch den nächsten Hinweis geben. Die zweite Maske wird erreicht, wenn der feuchte Schleier weicht. Wo gerockt, gerollt, gewaschen, um zu füllen Bauch und Taschen. Gerockt, gerollt? Das klingt nach 50er Jahren und nach Rock'n'Roll. Was meinst du, Ethan? Gallagher hat als Tellerwäscher in einem Café angefangen. Wie hieß es noch gleich? Ach ja, das Wet Pine Café. Gibt es das eigentlich noch? In Rocky Beach? Das finde ich heraus. Dann können wir die Schnitzeljagd gleich morgen fortsetzen. Jelena? Was gibt es denn so dringend? Jemand hat bei uns eingebrochen und den Helm gestohlen. Du weißt schon, die Nachbildung. Jelena hat nichts gesehen, aber ich habe einen Mann fluchen und über den Kies weglaufen hören. Dann fuhr ein Wagen los. Wenn es der war, der heute Morgen vor unserem Grundstück parkte, dann handelt es sich um einen Chevrolet Camaro Turbo 350. Das habe ich recherchiert. Ein Wagen aus den frühen 70ern. Recht auffällig. Tut mir leid, dass euch unser Fall diese Unannehmlichkeiten beschert hat. Da ist es wohl das Mindeste, wenn du gleich morgen vorbeikommst und erklärst, was Sache ist. Schließlich will mein Vater antworten. Na, da hat sie nicht ganz unrecht, Erster. Das Café können Peter und ich auch allein besuchen. Würde der dreiste Dieb in die Villa zurückkehren, wenn er seinen Irrtum bemerkte? Zähneknirschend willigt Justus ein, Jelena beizustehen. Während der erste Detektiv andern Tags alles dafür tut, um die Charkows zu beruhigen, erkunden Peter und Bob das Wet Pine Café. Das Wet Pine Café. Wo soll die nasse Kiefer denn sein? Immerhin ist sie Namensgeber. Wahrscheinlich steht sie singend unter der Angestellten-Dusche. Bei der Hitze bietet sich das ja an. Der Gärtner gießt die Pflanzen vorsichtig, ohne Wasser zu verschwenden. Vorbildlich, wenn ich an die Dürre der letzten Jahre denke. Sollen wir ihn auf Gallagher ansprechen? Ich schlage vor, wir tauchen erst einmal in die Geisterwelt ein.